Vor allem wegen der Aussage von letztens in der. Moment, war das in der gestrigen Folge? Nicht gestrige, in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob es noch in der ersten Folge war, wo ich dann gemeint habe, ich wäre schwul. Aber das war nur ein Joke. Das war ein Joke. Weil. Ich weiß nicht genau, wie das überhaupt zustande kam, ja. Aber irgendwie meinen halt ein paar von meinen Freunden, beziehungsweise auch also beziehungsweise die Tippmet-Leute, ja, ich habe ja keine anderen Freunde, dass ich so ein bisschen schwul, okay, schwul. Ich habe halt, man muss sagen, ich habe einen etwas weiblichen Touch, ja. Geb ich offen zu, gibt genug Kerle, die halt so sind, ja. Oh Gott, der Creeper. Aber das ist ja nichts Schlimmes, ja. Vor allem ist vielleicht dadurch entstanden, dass ich so mein ganzes Leben eher so mit Frauen auch verbracht habe. Ja, mit meiner Mutter jetzt, ja, mit meiner Cousine und mit meiner Tante. Weil ich. Oh fuck. Weil ich jetzt nie so wirklich einen richtigen Vater hatte. Meine Eltern haben sich nämlich sehr früh getrennt. Da war ich, glaube ich, erst ein Jahr alt oder so. Also, nichts von wegen hier so Papi, bring mir mal das Rasieren bei oder so. Das ging halt zu der Zeit noch schlecht. Was ist denn eigentlich hier hinten? Ne? Oh Gott, ich höre schon Enderman. Also hier nichts von wegen. Ja, eben Papi, bring mir mal Rasieren bei oder so. Oh fuck it. Ja, da ist direkt ein Enderman. Der sieht mich. Ich guck dich aber nicht an, Kumpel, sorry. Da geht's noch weiter runter. Oh, das ist ja interessant. Ah oh nein, doch nicht. Das ist gar nichts mehr. Das Eisen nehme ich mal nicht unbedingt mit. Muss nicht sein, das gerade, weil das ist ein bisschen anstrengend. Oh fuck. Oh, Jesus Christ. Das ist natürlich ein bisschen behindert. So, sorry, ich musste mich ganz kurz konzentrieren. Ich habe es auch noch nicht so ganz perfekt drauf. Vor allem nicht während so Situationen wie die jetzt gerade, dass ich nicht sterbe, auch dabei zu reden. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen viel verlangt. Auch für Let's Play. Ich glaube, die meisten Let's Player, ich weiß nicht, viele Let's Player können es wahrscheinlich auch nicht so perfekt, ja. Weil man sagt ja eigentlich, dass Let's Player eben diese Gabe haben dann, oder was, okay, Gabe ist jetzt übertrieben, aber dass sie sich das antrainieren, ja, gleichzeitig zu reden und zu zocken. Das können ja sehr, sehr viele nicht, ja. Selbst wenn du, also du Zugucker jetzt meinst, du kannst das, ja, dann musst du das mal ausprobieren und dich dabei filmen, ja. Das ist gar nicht so einfach. Das war für mich am Anfang auch extremst schwer. Das ist jetzt so eine popelige Sache, wie jetzt einfach nur Minecraft spielen oder sowas und dazu reden, ist gar nicht so einfach, wie man meint. Also ist es echt nicht. Ihr könnt euch ja gerne mal wieder dieses Let's Play angucken, das Silver Let's Play. Ist auch das erste Let's Play, das er ja gestartet hat. Also beziehungsweise sein allererstes Let's Play überhaupt. Die waren ja, da wollte ich ja noch dazu sagen, die waren ja erstmal auf seinem Kanal, er hat ja auch einen Kanal begonnen, ja. Aber jetzt lade ich die halt auch noch auf unseren Kanal hoch, weil er jetzt ja doch bei uns eher mitmacht. Finde ich auch ganz gut. Sind wir halt so eine große Gruppe von Freunden, ja, die halt hier so Let's Plays machen, so ein Shit. Genauso wie ich es mir halt auch vorgestellt habe. Und ich finde es das schön, dass halt Vitaly auch auf dem Kanal Videos macht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Ja, aber der Max macht demnächst auch noch welche. Was genau, da werde ich euch aber noch nichts sagen. Ja, wird demnächst mal was von Max kommen. Könnte vielleicht noch ein bisschen dauern. Weil jetzt gerade die Zeit, von der Zeit her ist es jetzt gerade nicht so allzu passend. Aber, oh Gott. Aber wird dann demnächst auch mal. Oh, Eisen hat er fallen lassen. Wird dann demnächst auch mal was von ihm kommen? Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube aber auch, dass es für Max ein bisschen schwieriger sein wird. Wobei er schon sich da ein bisschen miteinander auseinander, ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht werden. Ich bin mal gespannt. Oh, da ist ja wieder ein Zombie. Aber dich lasse ich in Ruhe. Du kannst da von mir aus verrecken. Oh Gott, da kommt schon wieder eins. Von wo kommen diese ganzen Viecher immer? Ich muss mir dringend jetzt mal ein Schwert machen. Moment. Weil das geht gar nicht klar mit der Axt, ey. Hoffentlich fickt mich da nicht ein Vieh von der Seite. Da kommt schon einer, okay. Kannst mich mal am Arsch lecken, du Wichser. So. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder gehustet habe, ja. Aber, wie gesagt, ich bin noch ein kleines bisschen erkältet. Ist aber schon viel besser geworden. Zu einem Zeitpunkt, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, da war ich auch etwas erkältet, beziehungsweise ein bisschen schlimmer als jetzt. Jetzt ist es jedenfalls wesentlich besser. Weil ich mir erstmal fett dieses medizinische Zeug da, diesen Saft, diesen Hustensaft erstmal reingepfiffen, da ging es wieder.
Ja, so, ich kann ja eigentlich gleich noch bei dem Thema bleiben, von wegen auf Tippmate. Da wird sich auch noch ein bisschen was verändern. Letztens kam ja, ich habe ja unseren Kanal für so ein Let's Player Promo angemeldet. Vom Phenon. Ich bin jetzt mir nicht so sicher, ob ich, doch Phenon halt, ne? Der macht so Let's Play Support auf seinem Channel, ja. Und hat er auch ein bisschen was bei uns zugemacht. Oh shit. Das ist ja voll der Geheimgang, Alter. Oh, das ist eine. Ah, ja. Okay. Auf welche Höhe bin ich denn jetzt eigentlich? Moment. Musste jetzt leider kurz unterbrechen. So. Und da hat er ja auch ein bisschen Kritik zu abgelassen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass ihm unsere Thumbnails gefallen. Oh, shit. Okay. Die mache übrigens auch ich. Also wirklich alle Thumbnails. Bei manchen denke ich mir im Nachhinein. Am Anfang habe ich mir gedacht, die sind ganz gut, beziehungsweise war ich bei manchen eventuell auch ein bisschen zu faul. Aber manche sind auch ziemlich gut geworden, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ja, ein bisschen stolz muss man schon mal sehr auf sich selbst sein, ja. Weil sonst ist es ja scheiße, sonst wird man irgendwie so ein deprimierendes kleines Würstchen. Und das ist ja nicht wirklich der Sinn der Sache. Oh, okay, neue Spitzhacke. So, das fand ich mal sehr, sehr cool. Ich meine auch, dass der Content sehr gut ist. Wir haben jetzt nicht allzu viele Let's Plays, muss ich jetzt leider noch dazu sagen. Allerdings liegt das wirklich daran, warum jetzt von mir auch persönlich gerade irgendwie kein Let's Play kommt, weil ich wirklich überhaupt keinen Plan habe, was ich Let's Playen soll. Das ist echt scheiße. Ich habe eine riesige Steam-Bibliothek, ja. Okay, was ist riesig? Ist jetzt übertrieben, aber so 75 Spiele sind schon nicht wenig. Mag ich mal behaupten, ja. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich meine, sowas wie Assassin's Creed könnte ich ja machen, ja. Da habe ich sogar, glaube ich, Moment, sieben Teile. Nein, Quatsch, sieben Teile, fünf Teile habe ich, glaube ich. Oh Gott! Jesus Christ! Oh, eine Kartoffel! Oh yeah! Alter, wie geil! Aber der hat mich extremst erschrocken, gerade dieser Wichser. Und ich höre schon wieder welche. Alter, ich hasse manchmal Minecraft, ey. Oh, der Mist. Vor mir zu stellen, wie jetzt, ihr hört es ja, dieses ganze Gebrumme. Oh Gott. Ah, so, ich entferne mich langsam davon. Jedenfalls, wo war ich gerade stehen geblieben? Content, ja. Also, ja, genau, wegen Videos, obwohl ich so viel Steam-Spiele habe, weiß ich wirklich überhaupt nicht, was ich spielen soll. Ich meine, sowas wie Assassin's Creed habe ich zwar, wie gesagt, viele Teile von. Aber ich finde, Assassin's Creed ist so eins von diesen Spielen auf YouTube, die extremst ausgelutscht sind, ja. Teilweise weiß ich auch nicht, ob ich so der Typ für solche Spiele bin. Da fallen mir eher andere Leute aus dem Team ein. Deswegen weiß ich nicht. Ich fände es halt cool, wenn ich wieder so ein Spiel finden würde, wie Murder. Das hat mir wirklich sehr gefallen, dieses Spiel. Also es war wirklich Hammer. Und ich muss auch sagen, gut, wer der Bösewicht war, fand ich im Endeffekt ein bisschen merkwürdig, ein bisschen strange, ja, weil es ja irgendwie unser Tutorial war. So, tut mir leid. Fand ich ein bisschen strange, dass es die war, diese Abigail. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht mal so ein schlechtes Gedächtnis. Dass es Abigail war, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich jetzt wirklich mal dazu sagen. Aber gut, ich fand es wirklich gut gemacht, dieses Spiel. Hatte auch was und ich fand. Weil ich nur mal dazu sagen muss, das Ende fand ich auch sehr geil eigentlich, ja. Also es war, im Grunde war es ein Happy End, ja. Aber im Grunde auch nicht, ja. Weil ich meine, er ist ja gestorben. Beziehungsweise er ist ja am Anfang schon gestorben, ist ja klar. Aber er ist dann halt in den Himmel gekommen. Und ich mag so Geschichten, die jetzt nicht so 0815 Happy End Scheiß haben, ja. Wie von wegen, oh, sie leben glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Finde ich extremst scheiße. Deswegen bin ich auch so ein bisschen nicht mit, hoffentlich drifte ich jetzt nicht in so einer blöden Spalte ab, aber deswegen bin ich auch nicht so gerade begeistert vom Ende von Naruto. Falls ein paar Anime-Manga-Fans unter euch sind, ist ja vielleicht auch was Gutes jetzt für euch. Da war ich jetzt auch nicht ganz zufrieden. Wobei ich jetzt, gut, ich sollte vielleicht nicht weiter darüber reden, weil sonst spoiler ich noch und das ist natürlich auch nicht so geil. Aber ich war wirklich. Es war. Ein teilweise ernüchterndes Ende, also es war teilweise auch ganz gut, aber teilweise fand ich dann doch, dass es so, ich weiß nicht, so merkwürdig.